ins Bierdog, ich kann auf Bierbock, deshalb wechsel ich Maßau, direkt ins Bierbock, 4-0, wir sind alle recht durchstrick. So, wir sind bei Tag 6 angelangt im, im Adventskalender von ALAP. Und ja, es ist das Ding ist ja, das ist ein individueller Adventskalender. Ich bin bisher, also meine Hauptangabe war, dass ich sehr gerne auf dunkle, starke Biere stehe. Ist jetzt bis auf Tag 1 mit dem Black Shark gar nichts drin gewesen bisher. Mal sehen. Aber ich habe jetzt halt auch so einen für 90 Euro genommen. Also, dass das da definitiv nicht krass die Barrel-Age-Stouts drin sind, ist klar. Das ist natürlich klar. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was der heutige Tag mir bringt. Tag 6. Ich muss mal kurz Pause. Ich muss die Nase putzen. Ich muss mal die Nase putzen. So, I'm back. Was ich sagen wollte, ist, irgendwie. Ich finde den Kalender bisher super, super. Hat der Benjamin mir auf jeden Fall coole Biere reingepackt. Aber irgendwie, meine Hauptangabe ist noch gar nicht erfüllt worden. Mit einem Bier kam damals, das ist ein Black IPA. Also Imperial Stouts, Quartz, Parley Wines, sowas. Gar nicht drin in meinem Kalender bisher, aber verstehe ich auch, weil ich habe einen geholt für 90 Euro. Die kosten halt mehr. Diese Biere aus dieser Region kosten mehr. Da kann man nicht so viel da reinpacken. Aber vielleicht mal sehen, was jetzt kommt. Jetzt geht's auf jeden Fall. Ich sehe auf jeden Fall, wir haben eine Dose am Start. Damit ist schon mal ich würde fast denken, wir befinden uns diesmal nicht in Deutschland. Wir kriegen wieder mal was aus dem Ausland an den Start. Aber weiß ich nicht. Also ich hatte ja schon am Tag 2 eine Dose und es war halt dann doch auch was aus Deutschland von Hopfenmeister. So, we will see, was da so kommt. Oh, jetzt wird es dunkel. Geil. Jetzt endlich was Dunkles. Ein Porter von Lakewood. Texas Porter. Die Brauerei. Habe ich sehr, sehr viel Gutes gehört. Die sollen sehr, sehr geile Biere brauen. Lakewood Porter. Was haben wir denn an Prozenten da? Ja, 5,4. Solide. Ist okay. Wird jetzt nicht wahrscheinlich das ultra komplexe Ding sein, aber ja. Und vor allem, wenn es gerade so, gerade bei gerade den englischen dunklen Stilen, bin ich dann auch eher Stout-Fan als Porter-Fan. Aber ja, nee, das ist es. Bock, jetzt habe ich mal wieder Bock. Jetzt ist immer schönes schwarzes, dunkles hier am Start. Gefällt mir. Ich will mich nicht zu arg beschweren. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was da kommt. Und Lakewood Brewery hatte jetzt, glaube ich, der Marco Schneider auch irgendwas bei sich im Paket von weiß nicht, ob das dasselbe war. Da wurde am Anfang gesagt dazu, ja, da wird ihm Vanille und was weiß ich. Ja, da steht da irgendwas im Best Porter in Texas. Ist es das? Nee, ich glaube nicht. Proudly brewed and canned by Lakewood Brewing Co. in Garland, Texas. Okay, interessant. Ja, ein Porter aus Texas. Wir sind gespannt, wann es immer so geht. Oh, die Nase ist vielversprechend. Ungewöhnlich so ein bisschen von Porter, dass so ein bisschen Lakritze überdominant ist. Finde ich. Also so wirklich so eine schöne, krasse Lakritznote. War es hier so Kaffee und Karamellnoten am Start beim Porters.
Boah, aber das ist die sitzt sich richtig fest. Also ich rieche hier dran und rieche hier eine krasse Lakritze die ganze Zeit. Na, bin gespannt. Let's go. Da muss ich probieren. Okay. Okay, ja, man merkt, das ist ein Border. Ist kein, also die Aromen gehen hier. Du kriegst hier wirklich so einen kurz so einen krassen Flash drauf auf die Zunge. Jetzt nochmal probieren. Naja, Lakritze. Das war. Also für Lakritz-Freunde ist dieses Bier richtig gut geeignet. Für Lakritz-Freunde ist dieses Bier gut geeignet. Ich persönlich hasse Lakritze. Aber also so als Süßigkeit einfach geht nicht. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Ist nicht mein Fall. In Bieren, so bei Imperial Stouts, so eine leichte Note zwischendrin als Schwenkereien und so weiter. Gut, alles in Ordnung. Aber hier gerade, ja, omnipräsent. Nicht meine Sache. Wirklich. Ist wirklich, ich try it nochmal, aber. Nee. Werd kein Freund von diesem Bier. Freue mich jetzt immer so, also auch mal von Lakewood Brewing, habe ich ein paar Mal gehört, von der Brauerei. Soll mir gut sein, alles gut, aber dieses Porter und ich, wir werden keine Freunde. Ist wirklich sehr lakritzlastig, schmeckt, hängt nach in der Zunge gerade so, hängt mir gerade im Geschmack nach. Nee. Nee. Nicht meins.